Ein Saxophon reicht manchmal schon aus, um eine tolle Stimmung zu erzeugen. Verstärkt wird die Wirkung der Musik durch Licht, das hier von der 18-jährigen Alizée Schor gesteuert wird. Sie absolviert im Haus am Westbahnhof im pfälzischen Landau ihr freiwilliges soziales Jahr und bedient zum Beispiel bei Veranstaltungen die neue Lichtanlage, die es hier seit Juli 2021 gibt. Licht ist deshalb so wichtig, da Veranstaltungen ja immer eine andere Stimmung haben. Und mit der Farbe vom Licht und mit der Helligkeit kann man immer variabel spielen und man kann es immer perfekt darauf anpassen, auf die Stimmung, die erzeugt werden soll. Alizée Schor macht ihre Arbeit hier Spaß. Sie lernt sehr viel und unterstützt zugleich die Kulturszene in ihrer Stadt. Bei Konzerten, Theateraufführungen oder Lesungen, die hier stattfinden und bei denen sich oft auch Ehrenamtliche einbringen. Für Peter Damm, der hier das Saxophon spielt, ist Engagement ein wichtiges Grundprinzip im Haus am Westbahnhof, das vom Verein Leben und Kultur geführt wird. Der Betrieb des Hauses kostet aber Geld. Für Peter Damm ist deshalb klar: Die Förderung von Kultur ist unerlässlich, um überhaupt Kultur machen zu können. Kultur kann sich nicht selbst finanzieren. Kultur ist eine freiwillige Leistung, aber wir brauchen Förderung sowohl von Bundesebene, auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene. Ebenso wichtig sind aber auch private Unterstützer. Bei einem Crowdfunding der VR-Bank Südpfalz kamen 20.000 Euro zusammen, inklusive der Zulagen der Bank. Die restlichen knapp 15.000 Euro für die Lichtanlage gaben der Oberbürgermeister der Stadt Landau und weitere Menschen hinzu. Für Clifford Jordan, den Vorstand der Bank, war diese Unterstützung selbstverständlich. Kulturförderung ist unseres Erachtens sehr wichtig. Wir sind eine Genossenschaftsbank, die aus der Region heraus groß geworden ist. Und ein Stück weit wollen wir auch wieder in die Region zurückgeben. Und da ist Kulturarbeit für viele Vereine natürlich sehr wichtig aus unserer Sicht, weil es auch das Ehrenamt fördert und Ehrenamt per se ein ganz wichtiges Gut in der Kulturarbeit darstellt. Auch Nachhaltigkeit steht bei vielen der Projekte, die durch das Crowdfunding der Bank gefördert werden, im Mittelpunkt. So auch beim Haus am Westbahnhof. Als die alte Lichtanlage 2021 mitten in der Corona-Pandemie ausfiel, war das für Peter Damm und sein Team ein Anlass, den Energieverbrauch im Haus zu überprüfen. Durch die Corona-Krise hatten wir einen Stillstand und wir hatten uns während dieser Zeit unsere elektrischen Verbraucher genau unter die Lupe genommen. Und durch die volldigitale Beleuchtungstechnik für Saal und Veranstaltungsraum konnten wir dann feststellen, dass wir erheblich weniger Energie benötigen. Wenn wir beispielsweise die Saalbeleuchtung betrachten, da haben wir 8 Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer früher hat genauso viel Energie gebraucht wie heute alle 8 zusammen. Der Grund? Die Scheinwerfer werden heute mit LEDs betrieben. Das ist so sparsam, dass sich die Anschaffungskosten der neuen Saalbeleuchtung nach nur 2 Jahren amortisiert haben. Die neue Lichtanlage ist für das Haus auch deswegen ein Glücksgriff. Vor allem aber sorgt sie dafür, die Kultur in Landau so richtig in Szene zu setzen.